Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem neuen Mantel für dich, dann solltest du auf jeden Fall dieses Video von Anfang bis Ende anschauen und jetzt mal die Ohren spitzen. Heute geht es um das Kleidungsstück, was für uns Männer nie außer Mode gerät, und zwar ein absoluter Klassiker, der Mantel. Heute gibt es 5 Tipps für den Kauf, die solltet ihr auf jeden Fall beachten, wenn ihr euch so einen Klassiker zulegt. Starten wir mit dem Wichtigsten zuerst, und zwar die Passform. Was nützt einem der teuerste, bestaussehendste Mantel, wenn er nicht sitzt? Gar nichts. Von daher solltet ihr auf jeden Fall auf die Passform achten, explizit auf folgende 4 Punkte. Der erste Punkt ist die Schulternaht. Die Schulternaht sollte nicht zu weit nach innen sein, nicht zu weit nach außen sein, sondern genau da, wo auch die natürliche Schulter entlangläuft. Ausnahme sind hierbei oversize geschnittene Mäntel, aber beim Klassiker sollte die Schulternaht tatsächlich genau über die natürliche Schulter laufen. Zweiter Punkt diesbezüglich ist die Brust. Wenn ihr den Mantel schließt, dann sollte die Brustpartie auf jeden Fall auf eurer Brust flach aufliegen. Wenn der Mantel zu klein ist, dann steht der Kragen meistens vom Mantel so ein bisschen ab. Das sollte nicht der Fall sein. Also wenn ihr den Mantel schließt, sollte alles schön flach vorne sein. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Das gilt auch bei dem Mantel. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass beim Mantel der Rücken ebenfalls möglichst faltenfrei ist. Dann sieht das auch schön classy und schlicht aus. Ihr solltet natürlich trotzdem noch genügend Platz haben, um euch darin zu bewegen, aber im besten Fall faltenfrei. Weiter geht's mit der Ärmellänge. Die Ärmellänge ist ähnlich wie beim Anzug. Die sollte genau da enden, wo die Daumenwurzel anfängt, kann man sagen. Beim Mantel hast du ein bisschen mehr Spielraum, weil du unter dem Mantel zum Beispiel auch nochmal einen Anzug trägst oder zum Beispiel auch einen längeren Pullover. Von daher hast du da einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Spielraum, aber halten wir fest, Armlänge bis zur Daumenwurzel. Punkt Nummer 2, Qualität und Material. Das sind eigentlich 2 Punkte, aber Material als auch Qualität geht hier in diesem Fall miteinander einher. Von daher habe ich es mit einem Punkt zusammengefasst. Material sollte mindestens 60-70% Wolle sein, denn Wolle hält natürlich warm, und so ein Klassiker wie der Mantel soll im Winter natürlich auch schön warm halten. Und Qualität natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Du willst so einen Klassiker natürlich über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinweg tragen. Deshalb achte auf jeden Fall auf die Verarbeitung von dem Material, wie zum Beispiel auch die Nähte. Ist das Ganze vernünftig vernäht? Sieht das qualitativ hochwertig aus? Wenn ja, dann Daumen hoch. Punkt Nummer 3. Du solltest auf jeden Fall auf die Mantellänge achten. Mäntel gibt es in verschiedenen Längen, und wenn du das Glück hast und einfach etwas größer bist, wie ich zum Beispiel 1,90 bist, dann gilt die Regel, lieber etwas länger als zu kurz. Wenn du von der Körpergröße nicht ganz so groß bist, dann ist es genau andersherum, dann lieber etwas kürzer als zu lang, weil wenn du nämlich von der Körpergröße ein paar Zentimeter kleiner bist und dann einen sehr langen Mantel trägst, dann wirkst du grundsätzlich noch kleiner. Und das willst du natürlich nicht. Also achte beim Kauf auf jeden Fall auf die Mantellänge. Der 4. Kauftipp liegt bei der Farbe. Wenn du dir so einen Klassiker anschaffen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, eine neutrale Farbe zu wählen, weil du, wie gesagt, so einen Klassiker natürlich auch über Jahre hinweg tragen möchtest. Und da würde ich dir empfehlen, zum Beispiel auf Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Beige zurückzugreifen. Denn diese Farben sind super vielseitig, flexibel, kombinierbar, und damit wirst du definitiv nichts falsch machen. 5. Antisaisonal kaufen. Wenn du so einen Mantel haben möchtest und kaufen möchtest, dann wirst du sehen, dass wirklich qualitativ hochwertige Mäntel ein paar Euro mehr kosten, und ich würde dir auch empfehlen, ein paar Euro mehr auszugeben. Das kannst du natürlich am besten dann, wenn gerade Sale ist. Heißt, antisaisonal Mantel kaufen macht auf jeden Fall Sinn. Würde ich dir grundsätzlich auch immer empfehlen, um ein paar Euros zu sparen. Aber gerade bei einem Mantel oder bei Kleidungsstücken, die wirklich etwas teurer sind, solltest du das auf jeden Fall berücksichtigen und im Sale einen Schnapper schießen. Abschließend möchte ich noch was von euch wissen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr persönlich auch einen Mantel im Kleiderschrank habt und wenn ja, in welcher Farbe. Ich bin sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet. Und falls ihr aktuell jemanden kennt, der gerade vielleicht auf der Suche ist nach einem Mantel, teilt liebend gerne das Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Und noch ein Pro-Tipp an letzter Stelle. Ich würde euch empfehlen, falls ihr noch keinen Mantel im Kleiderschrank habt, auf einen dunkelblauen Mantel zurückzugreifen, denn der ist tatsächlich von allen Mänteln der flexibelste. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Mantelstylen. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.